Hi, hier ist Martha von Rose Bikes. Heute stelle ich dir das Backcourt AL Mallet Build vor. Vor mir siehst du das Backcourt AL Mallet Build in der Rahmengröße 51 in der Farbe Roasted Olive. Das ist ein matter Grünton. Erhältlich ist es aber auch in Rahmengrößen 46 bis 64 und in der Farbe Fog Grey, einem matten Hellgrauton. Wie alle unsere neuen Modelle trägt das Backcourt AL die neue Designsprache. Es ist kantiger, geradliniger und betont unsere sportliche DNA. Der Rahmen ist aus Aluminium und wiegt 1490 Gramm. Die elegant verschliffenen Nähte und die voll integrierten Züge verleihen dem Bike eine besonders cleane Optik. Einzigartig an diesem Alu-Gravel-Bike ist die integrierte Sattelklemme. Die Gabel ist aus Carbon. Am Rahmen befindet sich zudem ein Unterrohrschutz, falls es mal auf deiner Tour etwas ruppiger wird. Wenn du eine längere Tour planst, findest du am Rahmen zahlreiche Anschraubmöglichkeiten für Anything-Cages, Flaschenhalter oder Taschen. Ausgestattet ist das Bike mit der SRAM Apex 1x11-fach. Da es sich hierbei, wie vorhin erwähnt, um ein Mallet-Build handelt, haben wir uns hierbei für eine Kassette mit einer Range von 11 zu 42 entschieden. Damit kommst du ganz easy steile Berge hoch. Das Mallet-Build kommt mit 27,5 Zoll Laufrädern. Die wendigen, stabilen Laufräder von Rose, R für die Disc, unterstreichen den agilen Charakter des Bikes. Bei 27,5 Zoll sind Reifenbreiten bis zu 50 mm möglich, bei 28 Zoll Reifenbreiten bis zu 45 mm. Weitere Konfigurationen findest du in unserem Webshop. Besonders interessant ist hierbei das Backcourt-Randonneur mit Schutzblechen, ideal für Pendler. Das Backcourt AL ist also ein rundum gelungenes Bike für den vielfältigen Einsatz. Wenn du noch mehr von unseren Bikes erfahren möchtest, abonniere unseren YouTube-Kanal, folge uns auf Facebook und Instagram und ich bin jetzt erstmal graveln. Ciao!